Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Und zwar habe ich einen neuen Rucksack mir bestellt. Morgen früh geht es für mich nach Kuala Lumpur für 6 Wochen. Und ich werde dann einfach über Land bis Bangkok reisen. Habe noch keine genaue Route, aber einfach so ein bisschen ausspannen. Ja, ich möchte wieder ein bisschen kleiner werden. Ich habe immer so viele Sachen mit, großen Daypack und einen großen Rucksack. Und ich möchte einfach weniger mitnehmen. Also back to the roots, wie das so früher war. Und ich habe einen wunderbaren Lieblingsrucksack. Und das ist hier der hier von Deuter, der Avanti Pro 40 Liter. Und das ist ein Traumrucksack. Allerdings ist er für 6 Wochen ein bisschen klein. Und den gibt es nochmal in der 60 Liter Variante. Und den habe ich mir bestellt und dankenswerterweise von Deuter zur Verfügung gestellt bekommen. Bei diesem XS 38, Entschuldigung, heißt er, ist das Genialste an der Sache, und deswegen liebe ich ihn. Ich kann nämlich hier mein Laptop reinstecken, und das ist immerhin ein 15 Zoll MacBook Pro samt Hülle, und ich liebe das. Also das ist echt klasse. Er ist richtig gut geschützt von hinten und man kann super mitreisen. Jetzt habe ich natürlich gedacht, der Große hat das auch, habe auch so nachgelesen auf der Webseite, und dann stand dann auch Laptopfach bis 13 Zoll, so wie bei dem hier. Da habe ich gedacht, ah super, wird ja hinkommen und wird passen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn man es nicht richtig liest, das Laptopfach ist leider bei dem nicht drin, sondern in dem Daypack, weil der hat kein Daypack. Und hier ist jetzt der neue Rucksack gekommen. Ja, zack, und das ist er. Als erstes, der hat auch eine NFC-Funktion, da kann man den Rucksack auf seinen Namen registrieren, falls er mal verloren geht. Wer sich dafür interessiert, ich habe das ganz ausführlich erklärt in einem anderen Testbericht von dem Deuter XS 38. Einfach mal da reinschauen. Ich verlinke das unten in den Shownotes, das Video, und das könnt ihr euch dann auch reinschauen. Ja, das ist jetzt der Rucksack, wie man sieht, ganz normal. Und hier vorne steckt der Daypack drin. Das ist nämlich der kleine hier, und da sieht man auch schon, das funktioniert nicht, der passt da nicht rein. Das ist ziemlich schade. Das hätte ich echt gewünscht, dass der auch hier hinten drin ist, weil Platz müsste er eigentlich haben. Das wäre eine wirklich große Verbesserung bei Deuter, wenn sie das noch machen. Ja, okay, also wie gesagt, in den Daypack passt er nicht rein, aber das Daypack ist für mich eigentlich auch nur wichtig während des Fluges. Denn ich kann meine ganzen Batterien nicht ins in das Gepäck reinmachen. Und außerdem sollte man ja teure Sachen nicht unbedingt ins Gepäck aufgeben. Gerade so Laptop, Kamera, wer sowas mitnimmt. Ja, und hier in das Daypack passt auf alle Fälle meine kleine Technik rein. Hier ist es, meine Kamera mit drinne, Mikrofone. Dann habe ich nochmal mit Akkus voll eine Dose. Meine GoPro mit ein bisschen Zubehör. Ja, dann habe ich hier 2 SSD-Festplatten. Durch hier oben mal rein. Noch eine Zahnbürste für ein Stopover. Und ein Nackenkissen. Ja, und was habe ich hier noch? Hier habe ich noch mein Selfie-Stick oder mein Tripod. Der kommt auch noch hier rein. Für Video machen. So, wie man sieht, ich kann hier noch eine Tempo reintun. Und wie man sieht, da ist noch richtig viel Platz. Also ich habe noch Platz. Und das ist auch gut so. Ja, wenn es so eng wäre, wäre es auch ein bisschen blöd. Also das ist jetzt der Daypack, und der ist ja echt süß, ne? Den so hinhält. Hier kann man sogar eine Flasche oder so reinstecken. Eigentlich auch sehr schön. Ja, das ist der Daypack. Was mache ich mit meinem Laptop auf dem Flug? Den nehme ich halt so mit. Und dass ich nicht immer so tragen muss, stecke ich ihn einfach hier in so einen Sack rein. Da kann ich ihn mir auch umhängen. Und geschützt ist er jetzt nicht mehr, aber ich kann ihn immerhin auch so tragen und brauche nicht so halten. Also denke mal, das wird funktionieren. Ich werde berichten, kommt ein bisschen später in dem Video. Wenn ich unterwegs bin, werde ich da mal mein Fazit zu dem System und dem Deuter Avant, XS Pro 60 geben. Ja, dann kommen wir doch gleich zu dem. Und ich liebe ja die Rucksäcke, wenn die von oben aufzumachen sind, denn das ist wie ein Koffer und man kommt halt immer dran. Das ist das Schönste und Genialste. Für mich würde es keinen Rucksack mehr geben, der diese Funktion nicht hat.
hier drinne, sieht man, hier ist auch nochmal so ein Beutel zum Wäsche sortieren, wer das braucht. Man kann den auch ganz einfach aushängen. Den hänge ich mal aus, weil ich muss ganz ehrlich sagen, hier sieht man so einen schönen Sack, da kann man Unterwäsche und so zum Sortieren reinmachen. Ich werde mal mitnehmen, aber meistens benutze ich ihn gar nicht. Man kann auch hier, wie man sieht, die T-Shirts unten reinlegen und hat eine flache Fläche. Das werde ich einfach mal machen. Da lege ich mal meine T-Shirts rein. Da kann ich die auch festklippen. Zack. Da können sie nicht so verkrumpeln und hin und her fallen. Ich tue das immer in YouTube-Säcke rein, dann kann ich das immer leichter rausnehmen und verknittert nicht so viel. Das ist eigentlich immer eine schöne Sache. Was habe ich noch? Ich habe hier meine Flipflops, tue ich unten hin. Dann im nächsten Jütesack habe ich meine Unterwäsche, 5 Unterhosen und 5 Söckchen. Ein leeren Beutel für die Schmutzwäsche. Dann habe ich noch ein Langarm-Shirt für abends. Eine kurze Hose, die tausche ich natürlich aus. Wenn ich dort bin, kommt die lange Hose rein. So, was habe ich noch? Wie man sieht, ist noch ziemlich viel Platz. Ich habe hier nochmal ein bisschen so Technik, dann Greifarm, ein Tripod verschnorcheln, ein Handtuch. Dann habe ich hier so Wasserschuhe für Schnorcheln, Deo und für die Dusche, Duschgel. Dann nochmal auch fürs Schnorcheln so ein Shirt und meine Badehose. Dann kommen jetzt hier noch die Taschentücher einfach irgendwie rein. Ja, wie man sieht, mein Kulturbeutel habe ich noch nicht fertig, aber wie man sieht, hier ist richtig viel Platz noch. Ich habe dann hier noch meine Kabel, einfach die Verbindung ein bisschen unorganisiert, alles dran und zum Laden, mein Ladegerät für die Kamera. Ja, wie man sieht, ist hier halt noch richtig viel Platz und wenn ich unterwegs bin, werde ich den halt immer ordentlich einbauen und werde den einfach reinlegen. Den Rest auch noch reinmachen oder hier vorne rein, dass es gar nicht so dick ist und dann ist der ganze Rucksack, oder ich habe dann eigentlich nur noch einen Rucksack dabei, und brauche nicht mehr so viel schleppen. Das ist eigentlich so der ganze Hintergrund. Bin mal gespannt, was er dann am Ende auf die Waage bringen wird am Flughafen. Ich schreibe es einfach mal jetzt hier unten rein. Ja, das ist jetzt der Rucksack. Und das Gute ist, wenn man den jetzt so abgibt am Flughafen. Ich mache den mal gerade ran, da sieht man auch nochmal, wie dünn der wird. Und wie viel Platz da noch drin wäre. Also da passt noch richtig viel rein. Ja, am Flughafen, wie gesagt, wenn man es abgibt, dann stören ja halt auch immer hier diese Sachen. Und daher gibt es eine ganz nette Sache hier auch bei diesem. Man kann das nämlich gut verstecken. Bei manchen kann man es ja abmachen und oben reinschieben. Das ist bei dem 38er Modell so. Und hier gibt es einfach, das holt man sich so raus. Einmal drumherum. Zack, und dann sind die Sachen weg für den Flieger. Das ist natürlich auch super gut, weil dann kann nichts abgerissen werden. Hier vorne und hier an der Seite kann man hier noch die so dran machen, wie sie festzuhren, dass das nicht, dass das halt einfach so ein bisschen weg ist. Das Gute ist, er hat überall Griffe, also unten, oben und an der Seite. Man kann ihn gut tragen. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin erstmal so von überzeugt, das absolute i-Tüpfelchen wäre halt wirklich gewesen, wenn ich den Laptop hier hinten reinschieben könnte. Weil dann wäre er immer gesichert drin, wie bei dem 38er. Und ich bräuchte da auch nicht immer irgendwie ein bisschen zu zirkeln, wenn ich ihn belade. Ja, wie gesagt, das Fazit, wie man damit reist, das werde ich dann von unterwegs machen, kommt gleich. Also bleibt dran und jetzt wünsche ich mir erstmal morgen einen guten Flug und wir sehen uns. Also bleibt dran. Hallo aus Bangkok und ich bin am Endziel angekommen, also da, wo ich hin wollte. Ich bin ja in Kuala Lumpur gestartet. Und diesmal hier mit dem Aviant Access Pro 60 und
Ich möchte einfach ein kurzes Feedback geben zu der Reise, denn von Kuala Lumpur über Singapur, dann wieder quer durch Malaysia durch bis Bangkok, habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie es war. Und er ist ja schon ziemlich groß, aber es sind 60 Liter. Und ich muss sagen, mit so einem großen Rucksack bin ich noch nie unterwegs gewesen. Und was soll ich sagen? Also, wenn er voll ist, ist es schon ziemlich schwer. Aber es sind 60 Liter und ich habe es vorher gewusst. Und ich wollte das ja auch unbedingt so machen, dass ich nur noch einen Rucksack habe und diesen kleinen Tagesrucksack, den man ja hier oben reinstecken kann. Dazu muss ich sagen, das hat mir nicht so ganz gut gefallen, weil dadurch wird er noch breiter und er zieht dich noch weiter hinter. Also ich fand das irgendwie nicht so passend. Was aber gut ist, in dieses Fach kann man gut Schuhe reinstecken. Und das fand ich unheimlich gut. Den kleinen Rucksack habe ich immer in der Hand gehabt und hat super funktioniert. Auch als Tagesrucksack, so wenn man unterwegs war, war der super. Also normalerweise ziehen die Kleinen ja immer so ein bisschen hin und her und der war echt klasse. Also das kann ich nur empfehlen, den als Tagesrucksack mitzunehmen. Ja, wie hat er sich geschlagen? Also wie gesagt, ich fand ein bisschen dick, ein bisschen groß, aber das habe ich vorher gewusst. Was ich bei dem 40 Liter viel schöner fand, habe ich ja schon mal gesagt, dass man hier den Laptop reinstecken konnte. Ich habe dann immer den Laptop praktisch oben drauf gelegt, ein bisschen gepolstert, dass am Display nichts ist. Und es hat wirklich alles reingepasst. Also ich habe noch total viel Platz. Ich möchte gar nicht unbedingt alles ausräumen. Meine Wäsche. Ja, wie man sieht, da ist jetzt immer noch genügend drin. Oder genügend Platz. Ja, also wie gesagt, es ist ein Riesenrucksack. Ich kann ihn empfehlen für jemanden, der länger wegfährt und vielleicht auch noch eine dickere Jacke mitnimmt. Das habe ich nämlich auch noch drin, weil es hier zu Hause kalt sein wird. Jetzt habe ich 30 Grad. Zu Hause ist Dezember, also ist kalt. Ja, ich fand ihn eigentlich so ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde noch weniger mitnehmen das nächste Mal und würde wieder auf den 40 Liter runtergehen. Aber wie gesagt, jemand, der viel Platz braucht, und 60 Liter sind viel Platz, für den ist das etwas. Was soll ich sonst noch sagen oder was kann ich sonst noch sagen? Es gibt hier so ein paar kleine Fächer, die fand ich ganz gut. Es gibt hier an der Seite noch eins, das habe ich erst viel später gesehen, wo man noch Sachen reinstecken kann, Kleinigkeiten. Was ich ja persönlich immer super gern mag, ist, dass man es so öffnen kann wie ein Koffer. Man kommt überall dran und ja, es ist mit einmal auf. Ich kann es mit einem kleinen Schloss abschließen. Das habe ich immer gemacht, wenn ich im Bus hatte. Dann kann keiner ran, zumindest nicht auf die Schnelle und irgendwie durchsuchen. Ja, im Großen und Ganzen, wie auch der letzte Deuter. Also schick ist er schon. Das Einzige, was ich vielleicht, oder die zwei Sachen, was ich von Deuter gerne hätte, wäre, dass sie halt auch dieses Laptop-Fach so einbauen, wie beim 40 Liter. Und das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, packen wir mal um, man kann ja hier, ja, also das ist schon mal schön, Entschuldigung zu sagen vorab, man kann ja hier aufmachen und es zumachen, wenn man es abgibt am Flughafen. Aber warum hier die Hüftgurte so dick sind, das habe ich nicht verstanden. Denn es ist ja kein Wanderrucksack in dem Sinne. Also eine kleine Unterstützung fände ich gut. Ich fände es gut, wenn die ein bisschen dünner wären, weil dann wäre, man sieht das ja hier, auch nicht so dick. Das ist eigentlich alles. Das sind meine Kritikpunkte. Wäre ja auch schlimm, wenn man gar keine Kritik dran hätte. Und wie gesagt, wer einen großen Rucksack braucht, der ist mit dem Deuter auf alle Fälle auch. Ja, oder macht mit dem Deuter keinen Fehler. Vor allen Dingen mit dem kleinen Tagesrucksack zusammen ist es echt, echt klasse. Ja, ja, das wäre es gewesen bei der kleinen Vorstellung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Auswahl eines Rucksacks und freue mich auf das nächste Video und wünsche euch noch einen schönen Tag.